Herzlich willkommen beim Podcast der Sternwarte Garberg. Ich begrüße Sie zur 6. Episode im Jahr 2023. Mein Name ist Maximilian Löhammer und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. In dieser Ausgabe gibt es leider kein Monatsthema, aber dafür den üblichen Monatsüberblick. Aus technischen und privaten Gründen mussten wir das leider streichen. Beginnen wir unsere Monatsübersicht wie immer mit dem Lauf der Sonne. Gegen Ende des Monats Mai und Beginn des Monats Juni beginnt die Dämmerung am Morgen um 2:30 in der Früh. Der Aufgang der Sonne erfolgt dann um 3:45. Die Sonne geht um ca. 7:40 am Abend unter und die Dämmerung endet um 9:45. Um die Monatsmitte herum verfrüht sich der Dämmerungsbeginn um ca. 10 Minuten. Der Aufgang bleibt weitgehend gleich, der Untergang verspätet sich um 10 Minuten und die Dämmerung endet um ca. 7:50. Gegen Ende des Monats Juni und Anfang des Monats Juli beginnt die Dämmerung am Morgen um ca. 3:45. Der Aufgang der Sonne ist dann wieder um 4:45. Der Untergang der Sonne ist um 8:30 am Abend und die Dämmerung endet dann wieder um 9:40. Der Vollmond ist am Sonntag, dem 4. Juni und der Neumond am Sonntag, dem 18. Juni. Kommen wir nun zu den Planeten. Die Venus beherrscht nach wie vor den Abendhimmel. Am 21. sieht man gegen 10:30 das Dreigestirn zunehmender Mondsichel Venus und Mars knapp über dem Westhorizont. Am 1. geht Venus um 11:45 am Abend unter, am 15. um 11:20 und am 30. erfolgt der Untergang dann bereits um 11:20. Der Mars kann noch am Abendhimmel gesehen werden, ein auffälliges Gestirn ist er aber leider nicht mehr. Der Marsuntergang erfolgt am 1. um ca. 10 nach Mitternacht, am 15. um 11:30 am Abend und am letzten Tag des Juni um ca. 10:50. Der Jupiter ist Planet am Morgenhimmel geworden. Der Riesenplanet wandert rechtläufig durch das Sternbild Widder. Dabei gewinnt er immer nördlichere Positionen. Der Riesenplanet geht am 1. noch um 10:03 auf, so erfolgt aber dann sein Aufgang am 15. bereits um 2. Zum Monatsende geht Jupiter sogar schon um 1:15 auf. Die Sichel des abnehmenden Mondes stattet Jupiter am 14. einen Besuch ab. Saturn wird zum Planeten der zweiten Nachthälfte. Am 1. erfolgt sein Aufgang um ca. 10:50, am 15. um 14:45 und am 30. bereits um 10:50 am Abend. Ein weiteres spannendes Ereignis: am 21. um 15:58 steht die Sonne im Sommerpunkt. Die Sommersonnenwende findet statt. Kommen wir nun abschließend zum Fixsternhimmel. Beginnt man die Beobachtung des Sternenzeltes zur Standardzeit um 22 Uhr, so zeigt ein Blick zum Himmel, dass sich die Umstellung zum Sommerhimmel noch nicht vollständig vollzogen hat. Der Bootes mit dem kräftig leuchtenden Arktur zieht die Blicke auf sich. Er steht hoch im Süden, nahe der Mittagslinie. Der Rinderhirt oder Ochsentreiber beherrscht das Himmelszelt. Der Himmelswagen befindet sich schon in der westlichen Hemisphäre. Den Meridian hat er bereits passiert. Nahe dem Nordhorizont findet man das Himmelsweh, die Cassiopeia. Das Himmelsweh steht dem großen Wagen stets gegenüber, wenn man den Himmelspol als Zentrum nimmt. Der westliche Teil des Firmaments wird noch von den Frühlingssternbildern geprägt. Weit im Westen sieht man das große Sternentrapez, das den Rumpf des Löwen bildet, schräg zum Horizont gerichtet. Im Südwesten trifft man
auf die Jungfrau mit ihrem bläulichen Hauptstern Speaker, während die westliche Himmelshälfte vom Frühlingsdreieck beherrscht wird, das übrigens von den drei hellen Hauptsternen Arctur, Regulus und Speaker gebildet wird, kündigt sich in der östlichen Himmelshälfte bereits der Sommer an. Das Sommerdreieck ist inzwischen vollständig aufgegangen. Drei Sterne markieren es. Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Altair im Adler. Auf der Linie Arctur-Vega liegen die Sternbilder Nördliche Krone und Herkules mit seinem prächtigen Kugelsternhaufen M13. Die Pracht des Kugelsternhaufens M13 kommt allerdings erst in größeren Teleskopen ab so ca. 20 cm freier Öffnung zur Geltung, wenn man eine möglichst hohe Vergrößerung wählt. Südlich des Herkules nimmt der Schlangenträger mit der Schlange ein ausgedehntes Himmelsareal ein. Die Schlange ist zweigeteilt. Der westliche Teil heißt Serpens Caput, also der Kopf der Schlange, der östliche hingegen Serpens Cauda, also der Schwanz der Schlange, beides lateinische Begriffe. Tief im Süden steht gerade die Waage im Meridian. Ihr folgt das auffällige Sternbild Skorpion mit dem hellen tiefroten Hauptstern Antares. Der Skorpion ist Mitglied des Tierkreises, gehört also zu den 13 Sternbildern, durch die die Sonne, Mond und Planeten wandern. Nur eine Woche, vom 23. bis 30. November, hält sich die Sonne im Sternbild Skorpion auf. Dies ist die kürzeste Zeitspanne, die die Sonne in einem Tierkreissternbild verbringt. Die nördlichen Teile des ehemals noch zum Skorpion zählenden Himmelsareals gehören heute zum Sternbild Schlangenträger. Die Ekliptik verläuft somit nur ein recht kurzes Stück durch den Skorpion. Steht ein Planet in Konjunktion mit Antares, so befindet er sich ein wenig nördlich im Schlangenträger, obwohl er mitten im Skorpion zu stehen scheint. In unseren Breiten ist der Skorpion nie vollständig zu sehen. Der lange Schwanz mit dem Giftstachel bleibt bei uns stets unter dem Horizont. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Abonniert uns gern und empfehlt uns weiter. Fragen, Themenwünsche oder ähnliches könnt ihr uns an podcast@astronomie.at oder online auf unserer Homepage senden. Wir wünschen weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.